A, E, U, Ü, Ei, Oi. Wie spreche ich das alles aus? Das lernst du in diesem Video. Schön, dass du wieder da bist. Heute lernen wir nicht nur das Alphabet, sondern auch die Umlaute, Vokal- und Konsonantenverbindungen. Natürlich gibt es auch wieder eine Hausaufgabe für dich und einen Test am Ende des Videos. Die Hausaufgabe gebe ich dir jetzt schon auf. Was ist dein Lieblingswort im Deutschen? Schreibe deine Antwort nach dem Video in die Kommentare. Wir beginnen mit dem deutschen Alphabet. Sprich mir einfach nach. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Das hast du sehr gut gemacht. Wir machen jetzt mit den Umlauten Ä, Ö und Ü weiter. Sprich mir am besten nach. Ä, Ä, Äpfel, Äpfel, Ö, Ö, Öl, Öl, Ü, Ü, Übung, Übung. Wir können auch Vokale kombinieren. A plus U, Au, Au. Haus, Haus, Ä plus U, Oi, Oi, Häuser, Häuser, E plus U, auch Oi, Oi, Europa, Oi und Oi haben die gleiche Aussprache. I plus E ist ein langes I. I. Biene. Biene. Sieben. Sieben. Das SZ ist ein besonderer Buchstabe.
SZ wird wie ein Doppel-S gesprochen. S kommt nach langen Vokalen. Straße, Straße. Spaß, Spaß. SCH wird gesprochen. Schaf, Schaf. Schule, Schule. Bei SP und ST kombinieren wir Sch plus P, also Schp. Oder Sch plus T, Scht. Schp, Schp, Scht, Scht. Sport, Sport. Stadt, Stadt. C plus H ist schwierig. Wir haben zwei Möglichkeiten. Nummer 1 nach A, O, U, H. 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 Nacht. Nacht. Koch. Koch. Tuch. Tuch. Nach E, I, Ä, Ö, Ü. Nächte. Nächte. Köche. Köche. Tücher, Tücher. Das CK macht den Vokal kurz. Jacke, Jacke. Ticket, Ticket. Das Q gibt es nur sehr selten. Es wird in Kombination mit U km gesprochen. Quark, Quark. Qualle, Qualle. N plus G bedeuten einen nasalen Laut, also N. N. Frühling, Frühling. Zeitung, Zeitung. Hast du gut aufgepasst? Dann machen wir jetzt einen Test. Lies die Sätze laut. Ich heiße Günther. Ich heiße Günther. Ich heiße Günther. Sport macht Spaß. Sport macht Spaß. Sport macht Spaß. Die Wohnung ist klein. Die Wohnung ist klein. Die Wohnung ist klein. Er liest ein Buch. Er liest ein Buch. Er liest ein Buch. Vergiss bitte nicht deine Hausaufgabe. Was ist dein deutsches Lieblingswort? Schreibe deine Antwort in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniere diesen Kanal, lass mir ein Like da und schreibe einen Kommentar. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss!